Das Beste zum Schluss. Im großen Preis von Bayern treten gleich 4 Gruppe 1-Sieger an. 3 von ihnen haben die Chance, sich mit einem ersten oder zweiten Platz den Sieg in der Gesamtwertung der German Racing Champions League zu sichern. Gignol ist vorne, Iquitos Windstoß an der Außenseite. Gignol, der marschiert immer weiter mit Philipp Minarek. Gignol, da kommt keiner mehr ran. Iquitos trat zuletzt im wichtigsten Rennen der Welt an, dem Prix de l'Arc de Triomphe. Mit einem 7. Platz zog er sich gut aus der Affäre. Und auch der 2. deutsche Starter, Jingis Secret, lief als 6. im Monsterrennen in Chantilly eine beachtliche Leistung ab. Auch bei seinem Sieg im Großen Preis von Berlin zeigte Jingis Secret seine ganze Klasse. Vorne Jingis Secret im Kampf mit Hawk Bill, 200 Meter noch. Jingis Secret außen oder innen Hawk Bill. Jingis Secret mit Adrie de Vries vor. Hawk Bill mit James Doyle jetzt 100 Meter. Jingis Secret, Adrie de Vries zieht davon im Großen Preis von Berlin. Jingis Secret gewinnt. Der größte Konkurrent für die deutsche Elite ist der Ammerländer Waldgeist. Der Dreijährige war unter anderem 2. im französischen Derby und siegte bereits zweijährig auf Gruppe 1-Parkett. Nicht ohne Grund wird Trainer André Fabre seinen Schützling nachgenannt haben. Können Iquitos, Gignol oder Jingis Secret mit dem großen Preis von Bayern die Champions League gewinnen? Oder macht Waldgeist den deutschen Superstars einen Strich durch die Rechnung? Erleben Sie die German Racing Champions League.